Herzlich willkommen zur nächsten Monster Hunter 3 Ultimate Edition Episode. Ich bin Soevo und wir futtern was und gehen dann mal den Rosa Ratian, habe ich mir überlegt, töten. Ich glaube, das ist aber auch so ziemlich das letzte große Vieh auf unserer aktuellen Liste. Gucken wir mal. Während der Tour Rosa Gipfelkönigin. So, gucken wir mal. Ihr müsst ja auch kein großes Problem darstellen. Wir haben sie ja eben schon mal zusammen mit einem, glaube Jagia war es, getötet. Gift haben wir auch, Gegengift meine ich natürlich, haben wir genügend. Was wollt ihr denn, ihr komischen Vögel? Was war das denn für ein Geräusch? Habt ihr da irgendwas Cooles aus dem rausgeholt? Was ist denn das? Ich kann nicht mehr Objekte tragen, was soll der denn? Oh ja, ja, ich habe vergessen, unsere Taschen zu leeren. Ablegen. Jetzt habe ich keine Ahnung, was das war. Was da gelegen hat. Sehr ärgerlich. Aber okay, lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Gehen wir mal hinterher. Mal, dass wir noch so ein gebratenes Steak auswählen. Oder ist er sogar? Der Gute. Nehmen wir gleich mal einen Farbball noch drauf. Dass wir wissen, wo der rummischt. So. Ist ja auch lustig, so einen rosa Farbball auf ein rosa Vieh zu werfen. Aber okay. Blaue Farbbälle gibt es ja, glaube ich, nicht. Gerade richtig gut schon mitgesetzt. Okay, der liegt da auch schon das erste Mal auf dem Appel. Saugeil. Bauen wir doch einfach weiter drauf. Und blocken wir lieber erstmal. Und landen wäre ganz geil, Kollege. Okay. Oh, da hat er uns vergiftet. Der kleine Wichser. Entgiften wir uns erstmal. Ich denke, das ist gegen den doch relativ wichtig. Sollten wir das definitiv tun. Oh ja, ja, der setzt uns gerade ein bisschen zu. So, Megadrank nehmen. Hätten die Megadränke vielleicht doch nochmal auffüllen sollen vorher. Aber egal. Wir haben ja zur Not noch ein bisschen Honig mit, dass wir aus den Tränken Megadränken machen können. Quasi hier mitten im Kampf dann. Oh Mensch, kannst du das Gift denn einfach mal weglassen? Du kleiner Stinker. So. Ja, klar. Ach ja, was ist denn los hier gerade? Ärgert uns gerade gewaltig. So. Zick, zack, zick, zack. Da kriegen wir wieder einen mit. So, jetzt reicht es ja mal mit Ärgern. Selten da davon. Alter, wir haben nicht getroffen. Glaub's ja nicht. Blocken, 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 blocken. Gut. Gut, gut, gut. Hitten, hitten, hitten. Okay. Wollte einen von meinen Kleinen packen, hat es aber nicht geschafft, scheinbar. Sehr gut. Was auch immer abgegangen ist. Oh, nochmal was. Okay, jetzt geht's aber ab hier. Uiuiui, da flittert ein Teil, eine Rüstung, Panzerung nach der anderen ab. Gerade. Sehr geil. Aufladen. Wäre mal was. Geil, geil. Gerade hat's richtig gut geklappt. Muss ich ehrlich mal sagen. Zack, zack. Oh, der Schwanzhieb ist nicht so schlimm.
immer weg von uns, das wäre ganz geil. Kommen hier irgendwie gerade nicht so richtig aus der Bredouille raus. Lass uns in Ruhe, okay. Drang, Drang, Drang. Alles okay. Ja, der war nicht so schlimm, der ist. Alles noch im grünen Bereich. So, jetzt sind wir wieder anständig. Können wir da damagen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bisschen chargen ist nicht schlimm. Aua. Bin ich kein Freund von dem Schwanz. Schiebt da jedes Mal. So, nehmen wir uns voll. Ach ja, von hinten kommt der Schwanz dann nochmal durch, oder was? Glaub's ja nicht. Oh, okay, und vergiftet sind wir auch noch. Gut, Kayamba, dass du uns retten kommst. Lass mal entgegengiften. Ich glaube, er fliegt gerade, dann können wir uns auch mit Grau teilen. Und einen Wetzstein nehmen, natürlich. So. Da unten hin ist er geflogen, also. Oder hat der Chacha uns einfach mal voll gemacht? Auch nicht schlecht. So. Der hat da wohl irgendwie einen zum Fressen gern. 1, 2 und 3. Jetzt kriegst du es ins Gesicht. 1, 2 und 3 und die Zeit ist vorbei. Oh man, schön vorbeigehauen. Wie erbärmlich. Und sogar nur eine kleine Blutandrine, ist ja auch lächerlich. Wie läuft das gerade nicht so ganz? So wie ich mir das zumindest vorstelle, nicht. Blocken wir mal kurz. Ich glaube, der macht wieder irgendwie Mist. Okay, macht er gar nicht. Chacha und der Pisch stehen dabei. So. Sind wir gebückt und er trifft uns trotzdem mit dem Schwanz. Die anderen Drachen tun das teilweise nicht. Finde ich ein bisschen uncool. Wenn ich ehrlich bin. Zack, zack. Was machst du denn da, guter Kerl? Schon klar, schon klar. Blocke, du darfst gerne wieder landen. Okay. Dann machst du es halt jetzt. Gegengift. Perfekter Zeitpunkt abgewartet im Prinzip. Na komm. Was machst du denn da für einen Quatsch? Landen. Oh ja, reiß halt schon mal den gesamten Baum mit deinem Schwanz ein. Der hat dir doch gar nichts gemacht, Kollege. Was so ein Meter bewegen von so einem Drachen dann ausmacht, was die Hitfläche angeht. So lächerlich. Nur noch schon wieder entgegengiften. Entgegengiften. Mhm. Schon klar. Ah, da landet er wieder. Könnte langsam mal wieder auf den Apfel fallen oder so wenigstens. Ach ja, Mensch, was geht denn ab? Da haben wir auch noch falsch rumgestanden mit dem Block. Also irgendwie gerade läuft's nicht. Oh, 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 oh. Lass uns mal weg hier. Mega-Drang rein. Okay. Immer noch einen normalen Drang auch noch rein. Gut. Wieder anständiger Pegel. Guter Hit, guter Hit. Leider kein guter Hit mehr. Ja, yeah, der liegt da. Komm, haut auf. Was soll denn das? Mein Gott. Hat er so lange gebraucht, um wieder aufzustehen, dass der nächste Hit nicht rauskam. Aber hat er sich um den Apfel gelegt und was haben wir geschafft? Ein Hit oder was? Auch nicht schlecht. Guter Block. Landen bitte. Alter, wir haben doch geblockt. Wieder in die falsche Richtung geblockt oder was? Verdammte Scheiße. Das war gut. Das ist jetzt nicht so gut.
Nein, Mann. Du Sauhund. Entgiften. So. Jetzt müssen wir erstmal rollen. Lass uns in Ruhe, Kollege. Bitte nicht. Megadrack. Egal wie. Okay. Okay, okay, okay. Noch ein Megadrack. Okay, ich glaube, er wechselt gerade den Bildschirm. Dann kombinieren wir uns gerade erstmal Drank mit Honig. Machen wir einfach. Egal, ob was schief geht oder nicht. Brauchen es gerade. So. Nehmen wir da hinterher. Haben wir noch Tränke? Wir haben keine Tränke mehr. Also haben wir nur noch die 4 Megatränke und das Kraut, was wir haben. Könnte tatsächlich fast eng werden. Vielleicht sollten wir auch einfach... Wir haben, glaube ich, noch eine Falle einstecken. Die sollten wir dann vielleicht auch benutzen. Nicht treffen, nicht treffen. Okay, perfekt. Hast du gut gemacht, Kollege. Jetzt kannst du mal eingerannt kommen. Was hältst du da davon? Komm, put, put, put. Komm, hässlicher Drache. Irgendwie rennt er genau in die andere Richtung. Den verstehe ich nicht. Wozu war das gut, Kollege? Weißt du wahrscheinlich selber nicht. Egal, vergoogeln wir ihn so erstmal ein bisschen. Alles gut, alles gut. Rennt er schon wieder in die andere Richtung? Was soll denn das? Gucken wir nochmal, wer jetzt denn hierher kommt. Okay, er wechselt, glaube ich, den Bildschirm. War die Falle total für den Hintern? Oh Mann. Die kleine Sauhund. Na egal. Wenn er so schnell schon wieder das Bildschirm. Oh, jetzt ist er weg, mein Farbball. Sah aber aus, als wenn er irgendwie hier rumgehen würde. Das ist doch scheiße. Es kann doch nicht sein, dass er hochfliegt und dann beim Hochfliegen der Farbball ausläuft. Wie viel Pech kann man denn noch haben? Also hier sieht es nicht nach ihm aus. Kacke, ey. Gehen wir hier unten vielleicht in diese Höhle rein oder so? Hier ist er auf jeden Fall auch nicht. Mal gucken, ob er jetzt in der Höhle drin ist. Das ist meine eigentliche Vermutung. Ne, hier ist er auch nicht. Okay. Jetzt wird's ein bisschen übel. Wo ist er, der Sauhund? Hier ist er auch nicht. Super. Was ein Mist, ey. Was ein Mist. Ganz ehrlich. Kann ja echt nicht wahr sein. So viel, so ein Pech habe auch nur ich, dass dann in dem Moment echt das Farbball-Ding ausläuft. Ärgerlich. Unglaublich ärgerlich. Gehen wir nochmal hier oben rum. Und dann einfach nach rechts, nach oben, statt dann die Tunnel rein. Tingel, 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 tingel. Gucken, ob er hier zurück in den Fenster geflogen ist. Gott sei Dank, da ist er. Ach, der wechselt schon wieder. Okay, wo fliegt er hin? In die Richtung. Okay, es könnte hier das Fenster sein. Wir haben seinen Schatten noch wegfliegen sehen. Was sein Mist, ey. Hier landet er aber, Gott sei Dank. Haben wir das zumindest diesmal gesehen. Und ist quasi nicht verbockt. Ja, gereicht du nur. Keine Schwierigkeiten mit. Ich block dich schon, keine Angst. Mach du nur dein Mist. Komm, ich glaube, landest du ja noch. Oh, okay. Das war ein bisschen fies, Kollege. Bin ich kein Freund von dir, wenn du sowas machst. Okay.
Zack. Yeah, er hat gesessen. Kriegen wir einen Heal. Vom Kayamba aber. So, ein bisschen weg hier. Oh gut, guter Hit. Ach ja, ihr kleinen Scheiße müsst nicht auch noch mitmischen. Ganz ehrlich, muss nicht sein. Ganz und gar nicht. Crowd Time, perfekto. Scheiße, hat er uns noch erwischt. Im Nachgang dann. Der ist abgelenkt. Nochmal. Oh, jetzt hat uns der Cha-Cha voll gemacht. War auch nicht recht. Hauptsache, wir sind voll. Ah, lass uns mal in Ruhe, Kollege. Ja, geh nur auf einen von denen, das ist kein Thema. Okay. Alles klar, hat er wieder einen abbekommen, den nicht gefallen hat. Zack, komm. Perfekto. Ja, greifen ist okay. Das war knapp. Block ist geblockt. Du Sau, der Schein. Entgiften. Weiß nicht, der ärgert uns mehr als das, wo er das letzte Mal mit dem Jagia zusammen war. Weiß nicht, ob der dann schwächer war, wenn dann mehrere da waren oder so. Klingt blöd, aber das könnte ich mir vorstellen. Okay. Kollegen landen, perfekt. Und blocken. Blocken nur in die falsche Richtung. War schon klar. Entgiften, haben gesagt. Und das ist auf jeden Fall ein Megadrank-Time mal wieder. Wenn wir irgendwie mal die Gelegenheit bekommen, versuchen es gerade mal. Sieht gut aus, denke ich. Sehr gut. Komm, noch ein Hit. Noch einen dicken Hit, komm. Jawohl. Das sieht doch alles ganz gut aus gerade. Und so ist auch in Ordnung, hauptsache kein Gift dabei. Komisch, dass die Kreisdiebe nicht getroffen haben, aber der dicke Hit da dafür sitzt. Soll mir recht sein. Alles in allem. Müsste ja eigentlich irgendwie auch mal wieder auf die Gusche fallen. Und eigentlich müsste er auch anfangen zu humpeln so langsam. Genau, so müsste er zumindest schon mal auf die Gusche fallen. Das sieht gut aus. Jetzt laden wir unsere Attacke mal wieder auf. Der sitzt auf dem Schlag. Perfekt. Läuft doch alles ganz gut. Und er humpelt auch. Ich habe gerade noch so gesehen, wie er ein bisschen gehumpelt hat. Das ist okay. Gucken wir mal, wo er hinfliegt. Komm, Schatten. Hier in diese Richtung, also fliegt er wahrscheinlich hier rein. Dürfte er auch hier in der Höhle landen, denke ich. Das ist zumindest der Schatten schon wieder. Komm. Put. Geiler Hit. Hatte ich auch noch nicht, dass ich eine Attacke aufladen konnte, weil ich so früh da war und den Schatten schon am Landen identifizieren konnte. Schon lustig. So. Drank. Oh, da hat einer von den Kleinen ihn zum Hinlegen gebracht, auch nicht schlecht. Der große Drache gelegt von einem Cha-Cha. Da ist er bestimmt nicht so stolz drauf. Der Dicke natürlich. Cha-Cha wird es natürlich wieder mal sagen, dass wir alles nur dank ihm schaffen. Und der Dicke macht wieder den Rundum-Kick hier. Und ich ja gar nicht so ausgehe und stehe. Wow. Es könnte nochmal eng werden hier. Könnte tatsächlich nochmal eng werden. Ach du Kacke. Was geht denn hier ab? Tatsache, er hat uns nochmal gelegt. Ich glaub's ja nicht. Oh Mann. Da legt er uns tatsächlich nochmal.
Das hätte ich ja nie gedacht. Naja, gut. Gucken wir, dass wir hier wenigstens die Sachen mitnehmen. Kriegen ja doch ein bisschen was. Auch wenn wir gar keinen Inventarplatz dafür haben. Gucken, ob wir vielleicht die große Wimmerndrähne abgeben können. Aber sogar nur eine kleine. Okay, nehmen wir das Gegengift mal noch mit. Besser ist das. So, ich denke, er ist immer noch dann in der 9 da hinten irgendwo. So. Gehen wir doch mal hier rum. Dann in die 6. Ne, von der 6 kommen wir gar nicht in die 9. Aber ich glaube, wir waren in der 8 eben. Da war nämlich auch noch das gelbe Ding vom Cha-Cha eben. Kurzzeitig. Also versuchen wir es doch nochmal da. So, hier müsste er sein. Da pennt er auch in aller Ruhe, der Stinker. Jetzt wird er von dem Kleinen geweckt, oder was? Halt die Fresse, ich wollte hier schön eine Attacke aufladen und der Kleine geht hin und weckt ihn. Das ist doch ein fieses Zusammenspiel von den beiden. Der hat ihn angestiftet, hier, ich lasse dich am Leben. Wenn der Dicke wiederkommt hier, dann wächst er mich oder so. Unglaublich. Unglaublich, ganz ehrlich. So ein Schweinehund. Jetzt ist er tot. Och Mann. Naja gut, wir haben es geschafft. Regen wir uns nicht auf, sind wir halt einmal kurz draufgegangen. Blöd gelaufen. Okay, müssen wir was anderes ablegen. Können wir die Karte ablegen, denke ich. Brauchen wir ja nicht mehr. Okay, müssen wir wieder was ablegen. Tun wir ihn weg. Die erste Hilfe als neu. Okay. Chacha hat was Komisches gefunden, hat er gesagt. Sehr interessant, wie ich finde. Ja, dann haben wir den rosa Ratian auch geschafft. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir neue Quests bekommen oder nicht. Ich baue es erst gar nicht ab, wir haben ja eh keinen Inventarplatz. Von daher... Quest erfüllt. Schauen wir mal, ob wir jetzt eine dringende Quest vielleicht bekommen oder ob wir wirklich diese kleinen Pimmel-Quests da auch noch machen müssen. Wieder mal einen Höllenbeutel, von denen haben wir schon relativ viele mittlerweile. Leider nur 4000, hätte mehr sein können. Aber naja, klar speichern wir. Okay, es gibt auf jeden Fall was zu sagen. Okay, der rosa Ratian kann jetzt auch im Mogawald auftauchen, sagt er gerade. Die Gildenliebchen hat was zu sagen, also füllen wir unsere Taschen erstmal definitiv. So, dann gehen wir erstmal in die Farm und holen uns den Honig ab, der dort angebaut wurde. Oder angebaut worden sein sollte. So. Perfekt. So. Anbauen. Honig noch mehr. Definitiv. Kann ja nicht schaden. So viel Honig wie möglich zu haben. Honig. Fleißige Bienen. Und wieder 5 Tage. Und dann gucken wir, dass wir auch nochmal Kraut anbauen. Da haben wir nämlich nicht mehr sonderlich viel. Bei Düngerschlamm können wir vielleicht unter. Wobei haben wir genug von. Alles klar. So. Alles klar. Dann gehen wir noch Megadränke machen. Und vor allem unsere Taschen leeren. Das haben wir ja auch jetzt schon ein bisschen vernachlässigt die ganze Zeit. Verstauen als allererstes Mal.
Den ganzen Mist hier brauchen wir definitiv nicht. Was ist denn Abfall? Aha, okay. Und das hier noch weg. Das da weg. Und das da. Jetzt nehmen wir den ganzen Spaß noch mit. Da haben wir noch gar nicht genug von. Dann müssen wir erst noch was kombinieren. So. Nehmen wir davon auf jeden Fall genügend. Nehmen wir sie mit. So. Tränke haben wir gar nicht genug gekauft. Müssen wir gleich nochmal kaufen gehen. Wundert mich gerade. Dachte eigentlich, wir hätten sie gekauft. Trank. Zick, zack. Oh, wir haben auch wieder 35.000 Geld. Kaufen zur Box. Könnten wir eventuell mal wenigstens so 30 kaufen. Und machen wir ruhig mal 50. Und sparen wir uns da ein bisschen was immerhin. So, dann gucken wir mal, was das Gildenliebchen zu erzählen hat. Okay, sie sagt, dass wir halt alle Unterarten besiegt haben und ob wir jetzt noch ein bisschen Abwechslung gebrauchen können. Für ein stinknormales Monster, okay. Aber wir sollen uns einen Blesiot diesmal machen. Das ist dieses komische haiartige Fischding. Ja, das ist der dringende Quest. Den machen wir aber jetzt noch nicht. Wir speichern jetzt erstmal. Da wissen wir zumindest, was uns in der nächsten Folge erwartet. Denn wir sind schon bei gut einer halben Stunde angekommen. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!